20 Jahre Anpfiff ins Leben. Seit unserem Gründungsjahr 2001 haben wir etwa 20.000 Kinder, Jugendliche und auch Menschen mit Amputation gefördert und ihnen Perspektiven für ihr Leben gezeigt und aufgebaut. 20 Jahre Jubiläum ist für eine gemeinnützige Organisation wie Anpfiff ins Leben keine Selbstverständlichkeit. Das ist nur möglich, diese Zeit zu überstehen, wenn wir viele Partner, Freunde, Mitarbeiter haben, die mit anpacken und das ganze Werk gestalten. In besonderer Weise haben wir aber Dank zu sagen an Dietmar Hopp und Anton Nagel, die im Jahr 2001 einen besonderen Weitblick hatten und ein neues Konzept der Jugendförderung im Sport auf die Beine gestellt haben, das bis zum heutigen Tage unsere Basis ist und ein wirklich wertvoller Teil. Danke auch an alle Wegbegleiter, an alle Mitarbeiter und Förderer und Lernbegleiter, die uns die ganze Zeit über tagtäglich unterstützen und diese gute Idee zum Leben erwecken. In besonderer Weise auch Dank alle unsere Unternehmenspartner, unsere Förderer, unsere Freunde bei Anpfiff ins Leben, mit deren Hilfe wir dieses alles gestalten konnten und mit deren Hilfe wir auch weiterhin gestalten möchten. Unseren Geburtstag möchten wir nun auch zum Anlass nehmen, um etwas zurückzugeben. Wir haben über diese 20 Jahre sehr viel Wissen und Erfahrung gesammelt und sind nun in der Lage, auch andere Sportvereine zu beraten. Aus diesem Grund haben wir die Vereinsberatung bei Anpfiff ins Leben gegründet, sodass wir Sportvereine auf deren Wunsch hin beraten können. In besonderer Weise geschieht es jetzt aber durch das 20-Jahres-Projekt, das wir zusammen mit der Dietmar Hopp Stiftung mit dem heutigen Tage aus der Taufe heben. Es ist ein Projekt, das nennen wir Jugendräume. Und hier dürfen sich bis zu 20 Vereine bewerben und erhalten dann eine Neugestaltung eines Jugendraums, sodass man die Betreuung der Jugendlichen entsprechend machen kann und dazugehöriges Beratungskonzept, wie man ganzheitlich Jugendliche fördert, das Anpfiff ins Leben Modell. Mit diesem Tage beginnt also das Projekt. Sie können sich gerne bewerben, nehmen Sie unsere Homepage www.anpfiffinsleben.de. Und ansonsten wünschen wir uns, dass Sie uns gewogen bleiben. Bleiben Sie dabei als Partner, als Verein, als Mitglied. Seien Sie mit uns unterwegs auf den nächsten 20 Jahren und lassen Sie uns dabei sein, Perspektiven für unsere Jugendlichen und die amputierten Sportler zu gestalten.